ist er bestimmt da durch. Denn das gab's auch früher schon. Geh nicht zu schwach. Ja, ich gehe da auch nicht hin. Ich bin bekloppt. Das brauchst du mir nicht sagen. So, kenne ich alles noch. Gut, dass wir uns hier ein bisschen auskennen. Ist zwar Meta-Wissen, aber ist ja egal. Hier, kletter durch. Das ist doch der 3 FPS. Hier geht's auch jetzt gleich zum 3 FPS Dachgeschoss. Okay, hat sich ein bisschen verändert hier. Oh, warte mal, Alter, dann werden wir immer stärker, wenn wir noch mehr bekommen. Voll gut. Anscheinend noch mehr davon. Ja, jetzt sind wir stärker. Hä? Jetzt haben wir da unten so Pickel dran. Wieso haben wir da jetzt so Pickel? Wofür ist das? Wir haben doch nicht so Pickel. Können wir damit jetzt dann immer einen bumsen lassen oder was? Also einen so einen Puff explodieren. Oh. Auf Gegner fokussieren. Ja, ja, ist eine gute Idee. Das mache ich. Also, aber wir können die nur lähmen. Das war ich. Ja, das warst du. Gut gemacht. Ah, aber immer nur dreimal. So, dann ist halt die Frage, lädt sich das dann von alleine wieder auf? Ich möchte hier rein, hallo! Wie das auch? Wie das auch? Was auch? Was? Weißer Salbei. Zweig weißer Salbei. Ich kann gar nicht reden. Ja, ich benutze das mal, ne? Und jetzt? Ach, das stellt wieder Metamizid-Dingens wieder her. Aha, aha, aha. Ja, verstehe. Ja, dann mach mir doch mal hier 10-mal weißen Salbei hin, bitte. Freund Michael. Komm. Mach doch mal. Michael. Ich gehe da nicht raus. Nein! Nee, lass das da. Da kommt doch das Riesenvieh. Bist du doof? Aber warum denn? Ja, sei vorsichtig. Du musst ja auch nicht da raus. Mann, hallo Blue Dragoon, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Du bist hübsch. Es geht dir gut. Ich glaube, die sind gar nicht böse. Die haben einfach nur Bauchschmerzen. So, wie ist denn das? Ja, ich kann doch zwei oder was? Nee, warte mal! Ach, komm schon! Jetzt sei doch nicht so! Ja, klar! Du kommst hier nicht rein! Geh weg! Das ist mein Kinderzimmer. Hä, was? Da kommen ja voll viele! Nee, das sehe ich nicht ein! Was für eine Wärmflasche, als ob die mir was bringt. Ich brauche eine Heizdecke eher. Hier war dieses große Kackvieh, ne? Kann ich nicht irgendwie vor denen einfach mich verstecken? Was mache ich denn jetzt? Und jetzt? Hallo, na? Also wenn die mich nicht sehen, dann sehen die mich nicht. Das ist ja praktisch. Die entkommt dann quasi einmal damit. So, jetzt wartet mal eben. Ich muss mal nochmal hier.
So. Warum bin ich jetzt hier drin? Einäugiger Schlüssel. Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in einem Mitomycet-Netzwerk eine destabilisierende Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei den pilzaufgebauten Organismen beobachtet werden. Jedoch verursacht eine Destabilisierung nicht, wie bei Sklerotinten, eine zellulare Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegungen, durch welche besagter Organismus praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Das ist gut. Das ist hervorragend. Ja, lecker Abendbrot auch an dich, ne, Blue Dragoon. Gerne hier. Lecker, lecker. Schmecker. So, das heißt also, dass ich damit direkt mehrere in Reihe schalten kann. Nee, ich wollte das hier machen. So. Ja, geil, die sind jetzt mitgedings. Geh aus dem Weg! Geh aus dem Weg! Nee, nee! Geh! Lappen! Le. Ich nehme hier rein. Junge! Alles ist in Ordnung. Alles wird gut. Ich lad mal nach. Ich muss aber auch, weißt du, dann machst du Fokus, hier schießt du. Man muss sich ja auf 1000 Sachen konzentrieren. Ist jetzt der eine Lappen hier oben noch? Ja, der ist natürlich auch noch hier. Und wir müssen eh in den Keller, weil da ja die Tür ist, ne? Brauchte ich für hier oben die Tür nicht? Nee, geh mal weg. Ich geh weg hier. Ich habe sehr kalte Füße, muss ich sagen. Und ich habe extra gestern Wäsche gewaschen und habe mir warme Kuschelsocken gewaschen. Das bringt gar nichts. Es bringt überhaupt gar nichts. So, die Karte war hier, ne? Ja gut, wir müssen. Es hilft nichts. Wir müssen hin. Es hilft ja nichts. Wir müssen dahin. Das ist ins Untergeschoss. Bringt ja nichts. Ja, auch mal wieder speichern. Wieso kann man denn eigentlich in einem Safe Room nicht speichern? Das ist quasi ein Safe Room und man kann hier nicht speichern. Das macht gar keinen Sinn. Ich habe kein Betäubungs-Lollopoff mehr. Ist halt auch doof. Käse-Explosion. Ja, geil. Ich will auch eine Käse-Explosion. Kannst du lassen? Warte. Nee, geh mal weg. Ich geh hier rein. Nee. Hier kommst du nicht rein. Über diese Schwelle darfst du nicht. Das ist mein Mädchenzimmer. Das ist nur für Mädchens. Und du bist ein Junge. Pech gehabt. Ist zum Glück geschlechteraussperrend. Das Blöde ist nur, jetzt kommt er wieder, ne? Ja, ein gezielter Kopf in den Hinterschuss, tot. Warum auch immer. Was? Es kommt aber nicht hier der dicke Lappen, ne? Nee, warte mal! Alter, das ist doch eine Frechheit. Jetzt stirb doch! Nee, mach zu! Kann ich da jetzt schon drauf? Gut. Ja, nee! Lass das mal! Kommt der? Ah, die können bestimmt keine Treppen laufen, weil denen dann schlecht wird. Ne? Richtig? Richtig. So, hier speichern wir jetzt erstmal. Alter! Mann! Meine Fresse! Vorraum, Stube, Speisekammer ist hinter uns und da ist auch noch irgendein Bums. Hier ist aber auch noch irgendein, achso, das ist deshalb, okay. Wir gehen mal, ah nee, das war ja nur das Dreierauge, ne? Speisekammer, da war ja nur wegen dem Auge, ne?
Ja, ja, genau. Oh, wir kriegen wieder was Neues. Geil, wir können immer hier, können wir uns was Geiles Neues, los, gib was. Gib mir was. Hallo. Ach, versuch ich ja. Aber dieser Irre und seine creepigen Freunde machen es mir nicht gerade leicht. Wie, lauf weg. Ja, kann sie kaum alle erledigen. Ja, gib mir mal was hier. So ein Kraut. Mann. Ja, dafür brauchen wir halt das Dreieraugending, ne? Der Einäugige passt hier leider nicht hin. Schade. Passt, aber nichts passiert. Ja, doof. Also, wir wissen ja, dass die einäugige Tür ist unten. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wo geht's denn nach unten? Das ist jetzt die Frage. Geht's von der Haupthalle über den Vorraum nach Vorratsraum, Vorraum oder wo geht's nach unten? Das ist die Frage der Fragen. Das ist die Frage. Da werden wir jetzt gleich herausfinden wohl. Ne? Toll. Schön ist es hier. Ich freue mich. Was ist das hier? Ach so, das ist zu. Das ist gut. Da, geschlossene Türen sind mir immer sehr willkommen. Dann wissen wir schon mal, dass wir da gerade nicht durch können und es kann nichts passieren. Das ist gut. Verschlossene Türen sind unsere Freunde. So, jetzt gehen wir zurück. Ich glaube, wir müssen jetzt da durch. Es hilft nichts. Ich fürchte, wir müssen da lang. Sieht so einladend aus. Na dann. Hallo Tom, ich bin jetzt im Hotel, also bitte unterhalte mich. Hülsi, ich wollte eigentlich jetzt bis zum Ende des Jahres und nächstes Jahr auch nicht mehr streamen. Ich habe tatsächlich nur beschlossen, weiter zu streamen und als Streamer aktiv zu sein wegen dir, weil du jetzt im Hotel bist und unterhalten werden willst. Herzlichen Glückwunsch. Bitteschön. Freust du dich? Dann ist gut. Wo bist du denn im Hotel und warum? Und überhaupt? Und sowieso, was machst du denn da? Lecker. Das sieht ja schön aus. Das ist ja richtig schön hier. Toll, Mensch. Mann, 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 lecker. Rote Beete. Ach, Montage, okay. In Neustrelitz. Und ich wäre gerne woanders. Bist du gerne bei mir, lieber? Das verstehe ich. Kann man hier speichern? Bitte. Das ist doch der alte Duke-Raum. Ja, Mann, das ist der alte Duke-Raum. Ich kann mich an nichts erinnern. Nicht, wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß gar nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist dieses Verlangen, dieser Hunger, andere leiden zu sehen. Die Verzweiflung in ihren Augen, ihre Schreie. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe meine treuen Diener. Er hat viele Gesichter. Wenn jeder dieser Schädel... Das ist es nämlich. Das ist der Duke. Das ist der Duke. Das ist der Duke. Vielen lieben Dank für deine 5 Monate mittlerweile, mein lieber Hülsi. 5 Monate, wir haben bald Halbjähriges, dann kannst du mich zum Essen einladen. Vielen lieben Dank für deinen Sub, weiß ich sehr zu schätzen, danke dir. Ich würde mit nach Hogwarts gehen. Ich bin Team hier Ravenclaw. Er hat viele Gesichter, wenn jeder dieser Schädel auch so hohl ist wie ein verlassener Kaninchenbau. Er ist mein bester Jagdhund und er wird diese Häschen für mich hetzen. Okay, also wir wissen, dass der Duke quasi nicht mehr weiß, wer er so ist und was er so macht. Ja?
Und somit haben die den einfach jetzt im Spiel missbraucht als Kacklappen. Verstehe. Hier hat er immer gesessen, der Duke. Und hat uns Waren verkauft und dumme Sprüche von sich gelassen. Tja, schade. Entriegelt. Was gibt es da? Kompensator! So, packen wir direkt mal drauf hier den Kompensator. Teil ausrüsten. Zack. An die Lamy. An die Lamy. Hör mal, jetzt haben wir den Kompensator für die Lamy. Geil. Damit können wir kompensieren. Kann ich hier auch speichern? Hier konnte man immer speichern, als der Duke hier noch drin saß. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ich möchte hier bitte speichern. Das geht da jetzt im Vorraum, ne? In der großen Halle. Also schön ist es hier ja nicht. Mein primäres Urlaubsziel wäre das sicherlich nicht. Empfangszimmer, Haupthalle. Was? Hallo? Hallo? Kann ich hier irgendwie die Suppe wegmachen? Nee, geht nicht von hier. Schade. Hallo, ich würde das hier gerne entsuppen. Möchte nicht von hier entsuppt werden. Schade aber auch. Das ist jetzt ja blöd. Spielt man das nach den Ereignissen von Resi? Ja, also, genau. Falls du den Epilog von Village gesehen hast, also nach dem Abspann, da sah man ja noch die Rose, also die Tochter vom Ethan im Teenager-Alter. Und die spielen wir gerade. Das hier ist quasi das Add-on Shadows of Rose und wir spielen jetzt die Rose. Und wir sind jetzt gerade auch wieder im Schloss Dimitrescu und müssen irgendwie hier rausfinden. Wir haben Kräfte, unsere Kräfte entfesselt. Hier, wir haben so Kräftemäfte. Und die bringen uns aber hier nur sehr bedingt etwas. Was ist das hier für ein Lappen? Ich muss ja hier irgendwie weitergehen. Was soll das denn? Nee, nee, nee. Das bleibt mal schön normal hier alles. Ne? Was hat mir das denn jetzt hier gebracht, hier reinzugehen? Haben wir irgendwas Geiles gefunden? Nee, haben wir nicht. Dann muss es doch noch hier irgendwas geben. So irgendein Lappen. Ja, der Duke, der saß immer hier. Quasi, das ist der Cellphone vom Duke. Das Problem ist, der Duke... ist es tatsächlich. Du hast in deiner Nichtahnung ein wenig recht. Das Zeug nutzt der Duke. Der Duke ist nämlich jetzt unser Feind. Der ist jetzt böse. Der jagt uns. Der hilft uns leider nicht mehr und verkauft uns auch nichts mehr. Hier muss doch irgendwo die Kernsuppe sein, damit wir hier durchkommen. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch hier irgendwo weiterkommen können. Hä? Habe ich irgendwas übersehen? Bin ich blöd? Ja gut, dann gehen wir nochmal hoch, ne? Hilft ja nichts. Aber irgendwie müssen wir doch in den Keller kommen können. Und es sieht ja so aus. Ha, seltsam. Ja, ich glaube, er ist sauer, weil er immer auf seinem blöden Pferdewagen nur sitzen durfte. Oder in engen Räumen, in die er sich reingequetscht hat. Oder sogar in einem Aufzug. Das hat ihm nicht gepasst. Okay, okay, warte. Also, dann speichern wir jetzt nochmal. Aber so wirklich gebracht, da reinzugehen, hat das uns jetzt nichts. Muss ich mal leicht
kritisierend ausdrücken. Wo kommen wir denn dann runter in den Keller? Weil hier wird ja auf jeden Fall der einäugige Raum sein. Also hier der einäugige Keller-Dings. Ich versuch's nochmal über den Innenhof. Die dreieugige Tür, ne? Das ist eigentlich auch nicht richtig. Wir müssen ja auch nach unten. Habe ich irgendwo was übersehen? Wäre jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber hier kommen ja dann die... Nee, das ist falsch hier. Da vorne, das ist ja zu... Das war der Hinweis mit den Kombinationen. Nee. Wir müssen auf jeden Fall durch die Empfangshalle. Irgendwas habe ich übersehen. Frage ist nur was. Und hier die Tür war ja... War die zu? Ne, genau, da war so eine Plörre. Und die kriege ich von hier auch nicht weg, soweit ich das sehe. Ne, okay. Ja, dann gehen wir nochmal rein, dann weiß ich nicht. Ach so, guck mal hier. Warum sagt ihr denn nichts? Hier ist ja eine einäugige Tür. Könnt ihr auch mal sagen, ne? Ja, habe ich selber rausgefunden, ohne euch. Wow, toll. Ja, jetzt brauche ich den Hinweis nicht mehr. Jetzt habe ich das selber rausgefunden. Das zählt nicht mehr.